So, hallo meine lieben Freunde. Was war das für eine Folge, bitte? Und wo sind wir gelandet? Wir sind wieder ganz hinten gelandet. Aber ich dachte mir, komm, wir nutzen mal die Gelegenheit und mieten uns einfach einen Chocobo. Oh. Na, dann fahren wir eben zu unserem Ziel. Ah, das ist so nervig. Das nervt mich gerade richtig. Das muss ich ehrlich sagen, das nervt gerade richtig. So. Wir fahren einfach los. On the road. Das nervt mich gerade richtig. Wir sind so weit gelaufen und dann... Ich hätte vor der Dungeon speichern sollen. Ganz einfach. Nein, das ist so nervig. So, wir sind gleich wieder dort. Sollen wir die Dungeon noch mal probieren? Halt. Hallo. Ah, okay. Einmal kurz parken. So. So, erstmal wieder einsammeln, was einzusammeln geht. Jetzt ist natürlich unsere ganze Trainingserfahrung für den Arsch gewesen. Ich reg mich besser nicht auf. So. Dafür ist die Musik zu schön. Genau, wir fahren wieder weiter. So. Wir sind ja bald da. Ich würde das halt trotzdem gern mit der Dungeon nochmal ausprobieren, aber ich glaube, das war eine kleine Nummer zu heftig gerade. Und wir konnten uns nicht heilen. Wir konnten uns einfach nicht heilen. Es hieß, heil dich, aber was, wenn das nicht geht? War das jetzt ein Bug oder so? Oh. Ich weiß nicht. Halt! Bremse mal. So, wenigstens das will ich wieder einsammeln. Von allen Dingen, die jetzt verloren gegangen sind, will ich mir wenigstens das wieder einsammeln. So, hier. Final Elixier. Immerhin. Und schon können wir weiter. Ich verfluche die letzte Folge. Mann! Naja, so wurden wenigstens die Leben dieser Tiere hier hinten verschont. Sollen wir uns das hier mal anschauen? Nee, komm. Fahr ruhig weiter. So. Dann sind wir aber auch einen richtig weiten Weg gelaufen. Und wir hätten auch noch richtig lang gebraucht. Oh. Die Raststätte, die kennen wir doch. Ja, natürlich, die kennen wir doch. Ah, okay, hier sind wir. Und es geht weiter. Hier haben wir doch das erste Mal diesen Siecher gesehen. Das war so gruselig. Das war viel zu heftig für uns.
Zumindest bis jetzt. Bald haben wir vielleicht bessere Chancen. Ich glaube, der war Stufe 30. Stufe 30, Alter. Lassen wir das Auto hier stehen. Okay, wenn du das sagst. So, nur noch ein paar Meterchen. Komm. Das tue ich jetzt nur für mein Gewissen. Dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Sehr gut. So. Los, vorwärts. Mal sehen, was uns jetzt hier erwarten wird. Ich mach mal eben hier. Ganz vorsichtig, wir sind jetzt wieder so einen weiten Weg gegangen. Das muss ich eben mal kurz abspeichern. So, kurzer Speichervorgang. Und da sieht man, wie schnell das geht. Das Speichern, das ist so eine Riesenwelt und dann geht das mit dem Speichern so schnell. Ist das die Gegend, die Dino meinte? Ja. Lasst uns die Suche beginnen. So, eine neue Suche und da hören wir schon was in der Nähe. Hier ist irgendwas. Oh. Der sieht wütend aus. Aber die Musik hört sich freundlich an. Das ist schön. Hier irgendwo da. Oder? Sind das die? Die wir brauchen? Nur noch eben Postboten spielen. Sehr gut. Okay. Und hier? Der da? Der ist Stufe 12. Den könnten wir schaffen. Ging richtig schnell. Das war gut. Das war richtig gut. Okay, dann lass uns mal wieder zurück. Wir wieder mitten in der Wüste. Ich will mir das kurz mal anschauen. Guck mal. Das alles können wir uns noch anschauen. Hier. Insomnia. Da mussten wir zurückkehren. Und es gibt noch so viel zu erkunden. Wir sind nur so auf diesem popeligen Fleck von der Karte bisher gewesen. Alter. Hey Nord, über dir! Was? Oh. Was? Los geht's. Alter. Was ist das? Ignis, mit Vergnügen. Nein. Was ist das? Hä? Alter, was war das denn? Eine ganz neue Art von Gegner. Aber es sind nur Maschinen. Alter. Ups, das war eine Nummer zu heftig. Sorry. Und das Ding ist natürlich... Das war einfach. Oh. Das war, glaube ich, die Kraft von Pizra. Alter. Und die kamen jetzt einfach so. Die haben uns gefunden. Verdammt.
Jetzt sind sie wirklich verbrannt. Das ist sehr geil. So. Wir müssen wieder zurück zu unserem Ziel. Und das befindet sich hier wieder unten. Los geht's. Regis Lucius. Caelium. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Regis war der 113. König von Lucis. Er starb bei dem Angriff der Nilfheimer auf Insomnia, da er den magischen Wall um Insomnia mit seinen eigenen Kräften aufrecht erhielt, alterte er unnatürlich schnell und brauchte schon in jungen Jahren einen Gehstock. Sein Leben dafür aufgegeben. So, jetzt geben wir mal erstmal die Steinchen, das Steinchen für die Nebenquest ab. Oh. War eine ganz schön lange Strecke. Erstmal eine Runde ausruhen. Eine ganz schön lange Strecke. Ja, manche Sprecher, na, okay. Hätte man vielleicht, emotionaler ausdrucken können. Genauso ausdrucken. Dino, müssen wir jetzt runter wieder. Ihr wisst schon Bescheid, da unten. Links. Direkt am Dock. Oh, ausgezeichnet. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Als wäre das dann jetzt unser erstes Accessoire. Es lohnt eigentlich immer. Ganz viele EP, nicht schlecht. Ah, und da können wir direkt jetzt neue Aufgaben holen, das ist cool. So, wir schauen uns das nochmal schnell an. Vielleicht ist es ja was Cooles. Kugelsichere Weste. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich mach das mal hier. Genau. So. Ich mach jetzt die Folge mal ganz kurz mal. Aber dafür die nächste wieder umso länger, umso schöner. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 15. Bis dann. Ciao.